Chitsero, 15 log. Ja, Sie hören Originalton Anke Huber. Solche Aussetzer kennen wir von ihr über Jahre hinweg. Kommt immer wieder mal vor, dass sie da zu schnell viel zu viel will und völlig überpowert. Aber in dem Fall kann sie sich so ein paar Ausreißer durchaus erlauben. Hat die Partie gut im Griff. Auch der war gut und die Möglichkeit zu einem zweiten Break im zweiten Satz. Also nochmal Aufschlagverlust von Silvia Talaya und ich denke, in wenigen Minuten steht es in diesem Vergleich Deutschland-Kroatien 1-1. Aber jetzt auf Stabilität beim Service. Da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Ist gut. Zauberball von Anke Huber. Den Rückhand wolle jetzt natürlich auch Longline spielen können, aber der ist natürlich attraktiver. Kurz Cross. Das ist der Matchball für die Deutsche. Ball war gut, gibt es keine Diskussion. Nochmal zum Abschluss ein sehr, sehr schön geführter Ballwechsel der Anke Huber, die sich überraschend klar durchsetzt gegen Silvia Talaya mit 2x6:2. Da hat man ein bisschen mehr Gegenwehr erwarten können von der 22-jährigen Kroatin. Aber man muss sagen, Respekt vor Anke Huber, die nach diesem Megatief zu Jahresbeginn offensichtlich wirklich
wieder auf dem Weg der Besserung ist. Und ich habe es eingangs schon mal gesagt, dieser eigentlich nicht besonders bedeutende Sandplatz-Turniererfolg im portugiesischen Estoril hat ihr Selbstvertrauen gegeben. Sie weiß, sie kann wieder Dominanz ausüben auf dem Platz. Und das konnte sich heute wirklich sehen lassen. Also, es steht 1-2. Logischerweise fällt die Entscheidung jetzt im Doppel. Die deutsche Mannschaft wird an die Seite von Anke Huber, Barbara Rittner schicken. Und die beiden haben schon so manche guten Doppel gespielt in den letzten Jahren. Barbara Rittner vor allem im Doppel immer wieder sehr, sehr stark, sehr, sehr zuverlässig. Ich finde es auch ganz schön, dass der Fed Cup Teamchef Markus Schur da sicherlich ein bisschen über seinen eigenen Schatten gesprungen ist, als er Barbara Rittner für diese Partie, für diese Tage hier in Bari nachnominierte. Es wird ein bisschen dauern, denn vor allem Anke Huber und auch Silvia Talaya, wenn sie im Doppel zum Einsatz kommen, brauchen jetzt natürlich ein bisschen Verschnaufpause. Wenn es soweit ist, sind wir natürlich wieder live dabei. Zunächst